Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Ravenport im LS19. So, direkt im Anschluss, hier wird weiter geackert. Wir düngen das Feld 2 noch schnell, bevor wir dann dabei gehen und Feld 1 mal ernten. Ja. Und ich werde mal gucken, wir machen jetzt das Düngen. Zeitraffer ist im Moment ein neues Lieblingstool. Das heißt Lieblingstool, aber es bietet sich ja an bei sowas. Ich möchte, wie gesagt, nicht so wirklich viele Folgen im Dunkeln verbringen. Daher hau ich mal eben den Zeitraffer rein. So, meine lieben Freunde der Nacht, dann sind wir jetzt hiermit fertig. Ich mal eben, wir kommen hier nirgendwo raus. Dann fahren wir damit schnell auf den Hof. So, und umleuchten noch ein bisschen anschmeißen hier. Damit wir auch nicht umgefahren werden, angefahren werden oder gerammt werden. Und dann schwingen wir uns ganz direkt in den Mähdrescher und ruppen das Feld 1 da mal raus. So dass wir das auch diese Folge noch fertig bekommen. So, da wir den jetzt hier gerade nicht wirklich brauchen, stellen wir den einfach mal hier unter. Und das mit dem Rückwärtsfahren. Ich muss mich da wieder dran gewöhnen. Ist äußerst merkwürdig. Nochmal Motor an, Licht aus. So, Mähdrescher. Auf geht's. Müssen wir auch noch rüberfahren. Über die Straße. Ja, hier auf der Straße ist Gott sei Dank, bis jetzt habe ich noch kein Auto gesehen. Hier scheint kein Verkehr zu sein hier oben. Von daher war es eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir uns die Ecke hier gönnen. So, aufklappen. Und ab geht der Peter. Handbremse lösen, jetzt geht der Peter ab. So, Arbeitslichter an, Rundumleuchte aus. Jetzt sehen wir auch was. Ich hoffe, dass es für euch nicht allzu dunkel ist. Aber wie gesagt, ich will das hier runter haben, bevor wir schlafen gehen. Und am nächsten Tag haben wir da alles voll Unkraut. Das wäre äußerst unpraktisch. Ich werde das auch in dieser Folge noch zusammenfassen. Also, ein bisschen werde ich jetzt hier noch ernten. Dann werde ich auch hiervon noch einen Zeitraffer machen. Wird ein Zeitraffer-Video, mehr oder weniger. Ein bisschen nebenbei schnacken. Muss aber auch mal sein. Sonst wäre es ja langweilig. Ich werde es auf jeden Fall so hinbasteln, dass wir ein komplettes Video davon haben, wie wir diese beiden Felder jetzt bearbeitet haben. Ja. So, dass wir dann uns in den nächsten Tagen wieder um das Bestellen von Feld 1 kümmern können. Ja, ist auch, ja doch, das machen wir auch so. Es ist, wenn ich jetzt warten würde, bis die anderen beiden durch sind, dass wir alle drei wieder auf einem Rutsch, das ist zu viel Arbeit auf einmal. Ich glaube, das ist echt nicht cool. Wir müssen nur mal gucken, dass wir Feld 1 und 2 dann vielleicht mal getrennt bekommen. Dass auch die nicht immer gleichzeitig fertig werden. Und ich bin gespannt, was wir hier rausbekommen. Vor allem können wir dann anschließend, wenn wir das Feld auch wieder soweit haben, müssen wir Soja verkaufen. Damit wir ein bisschen Knaster wieder auf dem Konto haben.
für die nächsten 40 Schafe, die anstehen. Und eventuell, bis wir fertig sind und Soja verkauft haben und die nächsten 40 Schafe uns holen wollen, vielleicht haben wir ja schon eine Palette Wolle stehen. Das wäre ja schon mal ganz cool. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wenn wir nochmal so viele Schafe haben, also doppelt so viele, dass es relativ gut läuft da unten. Also da steht eine Palette und wenn ich jetzt das aus der Entfernung so richtig deuten müsste, dann ist die auch schon fast halb voll. Was schon gut wäre. Also es sieht aus, als wenn da schon zwei Päckchen unten drin liegen. Viere gehen ja, glaube ich, mal rein. Könnte aber auch erst ein Päckchen sein. Wir lassen uns überraschen. Ich will da jetzt noch gar nicht mich so drauf versteifen. Es könnte auch genauso gut ein Päckchen sein. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ja, hallo, den Rest möchte ich auch noch haben. Nichts stehen lassen, bitte. Ist aber auch hart im Abgrund. Oder? Einmal nicht aufgepasst, liegt man auf dem Dach da unten auf dem Weg. So, gegebenenfalls müssen wir auch, was auch ziemlich schlecht ist. Oh, ach nee, wir haben ja eine Werkstatt. Gott sei Dank, wir haben ja unsere Werkstatt. Komme ich jetzt hier überhaupt rum? Ohne dass wir abstürzen? Ja, geht gerade so. Wegen der Wartung. Sonst hätten wir ja jedes Mal wegen der Wartung, weil sie am Shop günstiger ist, als wenn man es über das Menü macht. Dementsprechend ist es natürlich auch an der Werkstatt günstiger als im Menü. Hätten wir jedes Mal mit dem ganzen Kladderadatsch darunter eiern dürfen. Das wäre auch nicht so schön gewesen. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Auch hier hauen wir nochmal einen Zeitraffer rein. Ich will es jetzt nicht rauscutten, das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Machen wir im Zeitraffer, bis das Feld abgeerntet ist und hier ist Unkraut gewachsen. Ich drehe durch. Aber nur da, jetzt gerade eben so schnell? Ernsthaft? Das versteht, da ist auch ein bisschen. Was ist denn hier passiert? Hä? Also das mit dem Unkraut verstehe ich noch nicht so ganz, wie das sich handhabt. Aber es sieht auch im Feld gerade nicht so aus, als wenn hier Unkraut drin wäre. Also es scheint nur stellenweise irgendwie. Wahrscheinlich hat es auch wirklich was zu tun damit, ob man gestriegelt hat oder gespritzt hat. Wahrscheinlich, wenn man spritzt, bleibt es auch weg, kommt nicht nochmal wieder, solange wieder eine Frucht drauf ist. Und beim Striegeln wächst es wieder nach. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal den Zeitraffer. Wir hören uns gleich wieder.
So, meine Freunde, da sind wir auf der letzten Bahn. Hat gut lange gedauert. Knapp 20 Minuten, glaube ich, hat es jetzt gebraucht für das Feld. Ja, aber wir haben es geerntet. Haben knapp 20.000 Liter rausgeholt. Das ist nicht schlecht. Da kommt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Kohle beisammen. So dass wir morgen in der nächsten Folge werden wir hier einmal Bestandsaufnahme vom Feld machen und die ersten Arbeiten abtätigen. Ich weiß nicht, ob es gekalkt werden muss oder ob wir direkt wieder einsehen können. Das sehen wir dann morgen. Ich werde mich an dieser Stelle jetzt schon mal verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Eingehauen.